Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Baldur's Gate. Brakhead ist gerade wieder auferstanden. Der hat den ganzen Kampf mit dieser schweren Gruppe von Auftragsmördern verschlafen. Du faule Sau. Aber wir haben es endlich geschafft. Ich bin ohne Verlust durchgekommen und es war anstrengend. Ich bin super dankbar dafür, dass ich den Stab des Frostes habe. Denn der hat mir, glaube ich, hier den Arsch gerettet. Diese Kämpfer waren richtig, richtig stark. Und die haben auch richtig Schaden ausgeteilt. Nachdem ich eigentlich schon dachte, der Kampf wäre gewonnen. So, warum sind wir eigentlich hier? Richtig, wir sind nach Neshkel gereist, um mit Taris zu reden. Einer Frau, von der sich Dorn Informationen über seine verräterischen Ex-Gruppenmitglieder erhofft. Ich glaube, das war die Story. Und man sieht wieder, wie schnell Rajad ist. Seitdem der Level 5 ist, geht er ab wie ein Zäpfchen. Sofern die Wegfindung ihn lässt. Also die meiste Zeit nicht. Die meiste Zeit ist es völlig in Ordnung. So, hier könnten wir wohl eine Quest machen. Allerdings wollen die mit Dorn nicht sprechen. Keine Ahnung, warum nicht. Vielleicht liegt es auch gar nicht daran. Vielleicht wollen die mit mir generell nicht sprechen. Müssen wir mal gucken später. Aber erstmal haben wir eine klare Aufgabe. Wir suchen die Frau Taris. Für Dorn Ilkhan. Genau, Dorn schlug vor, dass ich mit Taris in Neshkel spreche, da sie etwas über den Aufenthaltsort von Kryll, seinem nächsten Ziel, zu wissen scheint. Und da soll ich wahrscheinlich der gute Cop sein, der gute Polizist, während er den Bad Cop macht. Außerdem wurde ich ja schon wieder überfallen. Da gab es, glaube ich, auch einen Tagebucheintrag zu. Kann das sein? Probleme in der Region? Nee. Erledigte Aufgaben? Anscheinend nicht. Ist auch egal. Was soll da schon drinstehen? Mich greifen andauernd Kopfgeldjäger an. Irgendjemand scheint mich nicht zu mögen. Seit Anfang des Spiels schon nicht. Ja, ja, ihr seid alle müde. Also ich hoffe, dass das hier nicht in einen Kampf ausartet, wenn ich mit Taris spreche. Oder wollen wir erst rasten? Ich meine, wir kriegen die Gelegenheit erst zu rasten, also sollten wir vielleicht erst rasten. Und ich denke, ich werde auch gucken, dass ich vielleicht mein Zauberbuch ein bisschen anpasse, weil Nira war im Kampf sehr nutzlos, weil Schlaf relativ nutzlos war. Oh, 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 oh. Ha! Wir haben ja Beute gemacht, ich erinnere mich. Wir müssen erstmal gucken, dass ich das alles identifiziert bekomme, bevor ich mir hier Gedanken mache, was auch immer wir mit dem Rest machen. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. 7 Gegenstände zu identifizieren. Immon, konntest du Sachen identifizieren? Wie dieses Langschwert? Nee. Loser! So, dann schauen wir mal. Langschwerter plus 1. Dann brauchen wir nach Adam Riese noch 1, 2. 3, 4, 5. 6 Zauber. Hab ich doch noch gesehen. 6 Identifikationszauber, das heißt 2 kann ich hier wieder entfernen und irgendetwas anderes reinmachen. Sowas wie vielleicht die lernfähige Kugel oder Personenbezauber, das könnte ja auch mal ganz cool sein. Machen wir mal beides da rein, können wir uns dann drum kümmern, wenn es soweit ist. So, Schrecken war bis jetzt nicht besonders nützlich, allerdings war nichts hiervon besonders nützlich. Netz ist eventuell nützlich, ja, lernen wir zweimal Netz. Ich denke, Glitzerstaub ist eher so ein Debuff, der in Baldur's Gate 2 wirklich glänzen kann. Glänzen und glitzern, ja. In Baldur's Gate 1 ist ja noch nicht so toll. So, und die Gruppe hat mich natürlich inspiriert, vielleicht auch nochmal mehr Heilzauber zu lernen, ja. Machen wir ruhig mal. Voll hier und hier lernen wir, wo ist es? Personen festhalten, ganz richtig. Gesang kommt weg, Personen festhalten kommt rein. Personen festhalten ist cool. So, die Skelette sind nützlich. Eine Heilung ist allerdings auch ganz nützlich. Lernen wir zweimal Skelette. Ja, aber ich will mich auch nicht zu viel auf beschworene Kreaturen verlassen. Es soll noch eigentlich. Blutiger werden, als ich finde, das ist keine schöne Taktik. Aber gut, wir haben uns wieder 16 Stunden ausgeruht. Damit kannst du wieder identifizieren, richtig? Halt das mal bitte. Dann geben wir den hier auch noch parallel dazu ein bisschen rum. Ja, wir machen hier viele Sachen gleichzeitig gerade.
So, die Tranktasche muss ich auch gleich nochmal rumgehen lassen. Ja, viele Sachen, die ich hier machen lassen muss. So, da wird das Ding am Ende landen. Das passt. Die kannst du beide identifizieren, hoffe ich doch. Und dann schauen wir mal, wo ist denn die Tranktasche? Ja, Ordnung zuerst. Wo ist die Tranktasche? Da ist die Tranktasche. Sehr gut. Da kann der Trank der Geschütztheit rein. Das Gegengift behältst du mal besser. Du hast nichts. Du hast das da, was auch immer das war. So, lassen wir dir die Tranktasche. Das kannst du im Mowen in den Schriftrollenbehälter. Ordnung muss sein. Dann schauen wir mal. Das ist das Kettenhemd plus 2, das Kettenhemd des Todes. Ah, interessanter Gegenstand. Den kennen wir doch schon aus Baldur's Gate 2. Aus der Zukunft. Ein Magier kann sich als äußerst effektiver Meuchelmörder erweisen, wie Vorustra bereits vor 400 Jahren bewiesen hat. Er erschuf Kriegerskelette, die er mit dieser verzauberten Rüstung und einer mächtigen Klinge ausstattete. Dann gab er diesen Reif der Macht dem Ziel als ein wohlwollendes Geschenk. Welchen Reif? Nachdem die Tötungsmaschine ihre Arbeit erledigt hatte, sammelte Vorustra die Ausrüstung wieder ein und begann das Werk von neuem. Total nette Geschichte. So, will das Ding irgendjemand anziehen von uns? Rüstungsklasse 3, du hast schon was gleich Gutes an und einen Schutzring plus 1 noch zusätzlich, also nein. Du hast die Ankeck-Rüstung an, also nein. Du kannst keine anziehen, also nein. Und du hast auch schon sowas Ähnliches. Also ist das was zum Verkaufen. Das hier sind die Armbänder der Bogenschützen. Der Beschützer des Tals. Bei einem gefährlichen Zusammentreffen mit einem rivalisierenden Herrscher forderte der König des großen Tals zusätzlich zu seiner normalen Garde den Schutz seiner besten Bogenschützen an. Die Bogenschützen, die jeder mit einem verzauberten Bogen und verzauberten Armbändern ausgestattet waren, versteckten sich in Reichweite des Schauplatzes für die Zusammenkunft. Wie erwartet, versuchten feindliche Truppen den König zu ergreifen und seiner Herrschaft ihren Willen aufzuzwingen. Aber sie hatten nicht mit der unglaublichen Zielgenauigkeit der verborgenen Bogenschützen gerechnet. Der König konnte unverletzt entkommen und keiner der Angreifer sollte die Möglichkeit haben, sich ihm je wieder zu nähern. Minus 2 zu Geschosswaffen, ETB 0. Das ist ja dann eigentlich was für Immon, weil die auf jeden Fall Geschosswaffen verwenden wird. Für den... ja, für immer. Das habe ich jetzt... ja, doch, eigentlich schon. Ansonsten plane ich... obwohl Geschosswaffen in Baldur's Gate 1 super stark sind, plane ich eigentlich wenige zu benutzen. Es hat sich einfach so ergeben. Ich finde, Dorn mit seinem Zweihänder ist einfach eine... das ist einfach... das muss sein. Und Viconia hat die beste Rüstungsklasse, die muss auch in den Nahkampf und naja, so ähnlich geht's weiter. Aber ich will mich ja nicht ablenken selbst. Das ist ein Morgenstern plus 1. Das ist ein Krummsäbel plus 1. Das ist ein Lederwams plus 2. Auch, warte mal. Warte mal, gucke mal, schau. Immun! Das ist um 2 Punkte besser und ein bisschen dunkler. Was mir natürlich auch sehr gefällt. Es ist sogar leichter, kann das sein? Das wiegt 25 und das wiegt nur 8. Wow! Immun! Du kannst plötzlich Dinge tragen. Ha! Das werde ich sofort ausnutzen. Aber zuerst schauen wir uns die Stiefel des Hohen Nordens an. Die frostige Umarmung. Wegen eines Sacks Gold wurde Daviol der Gefrorene von seinen Mitstreitern seinem Schicksal überlassen und für tot inmitten des großen Gletschers zurückgelassen. Wow, Daviol der Gefrorene. Ich nehme an, das ist ein Name, den hat er erst bekommen, nachdem er da zurückgelassen wurde. Sein im Sterben ausgestoßener Fluch hallte über das kahle Ödland und wurde von Auriel, die kenne ich aus Icewind Dale, beziehungsweise ihre Anhänger, keine netten Leute. Jedenfalls wurde der Fluch von Auriel, der Göttin des Winters, vernommen. Sie lächelte ihn an und sein nackter Körper wurde von seinen neu verzauberten Stiefeln des Hohen Nordens beschützt und am Leben erhalten. Mit ihnen überquerte er das Eisland auf der Suche nach seinen vermeintlichen Mördern.
Voll Zorn nahm Daviol Rache an seinen früheren Freunden, als sie sich in einer Taverne in der nächsten Stadt aufwärmten. Nachdem sein Durst nach Blut gestillt war, setzte er seine Reise durch das gefrorene Land fort und wurde nie wieder gesehen. Oh, ich dachte, da wäre mehr dran. So, du hast schon diese Stiefel der Bodenhaftung, aber ich denke, Frostresistenz ist ein kleines bisschen besser als Blitzresistenz. Du hast Stiefel der Vermeidung, du hast deine eigenen Stiefel, sehr schön, dann sind das wohl meine Stiefel. Nira? Nee. Oh, du hast auch schon Stiefel? Wow. Ja, dann doch Nira. Nira, hier sind Stiefel für dich. Die machen zwar nichts, die können auch nichts, aber hey, du hast Stiefel. Sei dankbar. So, damit habe ich alles identifiziert. Damit können wir mit Taris reden gehen. Der Name irritiert mich übrigens immer noch, weil der Knights of the Old Republic halt der Name des Startplaneten ist. Und zusätzlich dazu heißt Dorns Schwert auch noch Rancor, was ein Monster aus Star Wars ist. Luke Skywalker hat ja einen davon getötet. Und auf Taris gibt's auch einen Rancor in KOTOR. Also ich weiß nicht, ob das Absicht ist, es aber... Es soll noch weitaus blutiger werden, als vielleicht? Ihr euch vorstellen könnt. Oh, euch ist nicht zufällig ein Mann begegnet? Ungefähr so groß und, naja, etwa so breit? Dieser Taugenichts. Ich kann dir vielleicht helfen, wenn du mir erzählst, was ich wissen will. Ich weiß nicht viel über diese Gegend. Wisst ihr, ich suche nach meinem Gatten. Er verließ mich vor einer Woche und, oh, die auf den Straßen lauernden Gefahren. Und dann noch diese schreckliche Frau. Seitdem versuche ich ihn zu finden. Oh ja, die Gefahren auf der Straße. Ich kann dir ein Lied davon singen. Woher weiß ich das? Vielleicht hätte ich den Tagebucheintrag nochmal gründlicher lesen sollen. Aber die Frau, die du erwähnt hast, war die nicht zufällig eine Art von Magierin? Oh, das weiß ich wirklich nicht. Mein Gatte ist verschwunden. Zuletzt wurde er irgendwo hier gesehen, in Begleitung einer Frau. Ich bin ihnen eine Weile gefolgt, aber die Wildnis wurde einfach zu gefährlich für mich. Das glaube ich. Bitte fahr fort und lass nichts aus. Sogar das unscheinbarste Detail könnte mir helfen, euren Gatten zu finden. Ich bin wie Monk, ja. Als ich einige der Ortsansässigen hier fragte, sagten sie mir, die Frau habe mehrere Männer fortgelockt, nicht nur meinen Gatten. Ich weiß nicht, was für ein Spiel sie spielt, aber es ist wieder natürlich. Warum? Die ist nur fleißig, oder? Ich sehe da noch nichts verkehrt dran. Es müsste mehr so Frauen geben, die mehrere Männer weglocken. Als ich diese Frau über Kröll ausfragte, passte die Beschreibung, die ich ihr gab, auf die geheimnisvolle Frau, die ihren Gatten entführt haben soll. Als ich mehr Informationen verlangte, floh sie. Ach, Kröll ist eine Frau. Ja, das hättest du mir mal sagen müssen. Also fahr fort, Taris. Das ist wirklich alles, was ich weiß. Irgendwo im Osten, vielleicht etwas jenseits der Mine. Ich vermisse Hager so sehr, aber ich weiß nicht, ob ich ihm je vergeben kann. östlich der... Das ist eine sehr dumme Frage. Ihr wart nicht in der Lage, das Gebiet zu durchsuchen. Ja, weil man da schwer bewaffnet und am besten zu sechst sein muss. Weil sonst wird man überfallen und in Stücke geschnitten. Vor allem, wenn man so ein Kleidchen anhat. Da kann man nicht mal anständig drin wegrennen. Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich habe wenig Geld und mein Gatte ist mit diesem Miststück durchgebrannt. Diese schreckliche Frauenzimmer hat mir meinen Hager weggenommen. Hey, willst du einen neuen Gatten suchen? Ja, die scheint Anhänger um sich zu scharen, aber ich kann mir denken, warum. Ich habe auch Anhänger um mich geschart und warum? Weil ich alleine wahrscheinlich sterben würde. Also, ich werde dir helfen. Danke. Ich bin euch zutiefst dankbar. Ich werde hier warten, während ihr nach Hager sucht. Sehr gut, das nenne ich Arbeitsteilung. Versucht, Schritt zu halten. So, wollen wir jetzt mal hier reingehen und ein paar Sachen verkaufen? Ich denke, versucht, ja, wir wollen. Schritt zu halten. So, und zwar verkaufen wir die Langschwerter und das normale Lederwams. Und... Ja, das behalten wir mal. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Das Kettenhemd plus 2 kommt auch weg, genauso wie die anderen plus 1 Waffen.
Irgendwie fühle ich mich nur, nur magischen Waffen besonders so verbunden, wenn sie besser sind als plus zwei und einen Namen haben. Bei Rüstung ist das ganz anders. Rüstungen sind mir da relativ egal. Jedenfalls werden wir jetzt auch die Quest direkt machen, denke ich. Ich weiß noch nicht genau, wie die funktioniert, aber hey, ich wollte sowieso östlich von der Mine noch ein Gebiet erkunden. Da, wo viele Kreischlinge sein sollen. Da ruckelt's bestimmt wieder. Da können wir uns schon mal darauf freuen. Ach, ja, Rajad. Du bist so fix. Und vielleicht hat die das ja jetzt sogar auf meiner Karte markiert. Wir können ja mal gucken, was bei der Befragung steht. Genau, Taris hat uns in die Richtung in ein Gebiet irgendwo östlich von Neshkel gewiesen. Ihr Gatte und andere sind unter dem Bann der Magierin Krill geraten. Dorn ist begierig, sie zu fassen. und nie wieder loszulassen. So, östlich von der Mine. Ja. Ich will nach hier, gehen wir mal zur Mine. Ach komm, muss das sein? Ernst gemeinte Frage. Okay, du nach da, du nach da, du nach da. Du hilfst hier. Was machst du? Ja, du gehst auch noch da. Ich hoffe mal, wir schaffen das ohne Zaubereinsatz. Ah, sehr gut gemacht. Rocket. Das läuft ja eigentlich ganz gut. Das ist ein Überfall nach meinem Geschmack. Ja, das ist ein Überfall nach meinem Geschmack. Danke, danke, danke. Komm, Dorn, mach ihn tot. Ja, sehr gut. Lass ihn platzen, mein Junge. So, Imon, du bist meine Schriftrollentante. Außerdem kannst du vielleicht ein paar Pfeile gebrauchen. Aber doch nicht von ganz da oben. Na gut. Man kriegt nie das, was man will. So. Schauen wir nochmal hier unten. Aha, ein Ring. Sehr gut. Und hier ein Ring und ein Steinchen. Ja, Kleinvieh macht Mist. Versucht Schritt zu halten. Dann kommt mal, Jungs. Kommt mal mit. Das war doch ein aufbauender Kampf. Als ich gehört habe, dass wir überfallen werden, habe ich schon gedacht, oh mein Gott, nein. Nicht eine noch schwerere Gruppe. Das war mein erster Gedanke. Ich habe gedacht, nein. Und diesmal sind wir umzingelt. Und dann hat sich herausgestellt, dass es überhaupt keinen Unterschied gemacht hat. Das waren nicht diese Bogenschützen, die erwähnt worden sind in den Bogenschützenarmschienen in der Itembeschreibung. Nein, das waren Hobgoblin-Bogenschützen. Und die sind kein Problem mehr. Oh, hallo. Er hat wohl irgendwie uns gesehen oder gehört oder was auch immer. Oh, noch einer. Es soll noch weitaus blutiger werden. Das wird kein. Dann wollen wir mal. Was ist das? Ist das eine. Regenbogen-Obsidian? Das könnte eventuell sogar was wert sein. Versucht, Schritt zu halten. Da müssen wir mal gucken. Aber ich wollte ja eigentlich hier nur auf den östlichen Bildschirmrand klicken, um von hier nach Osten zu gehen. Habe ich das genug erkundet? Ja, habe ich. Habe ich. Das werden wohl wieder auferstandene Kreaturen sein. Und da will ich hin. Ja, da will ich hin. Das ist noch nicht erkundet. Da können wir uns mal umschauen. Ich hoffe, meine Leute werden jetzt nicht müde sofort, weil es ist gerade hell und das gefällt mir natürlich sehr. Dann schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, was es hier so gibt. Oh, hallo. Skelette. Warum auch nicht? Jetzt rette ich die Lage. Oder sagen wir so, eins. Oh ne, doch mehr Skelette. Okay. Ich hab genug gut. Davon. Ja, ja. Bleibt zurück und gebt Acht, denn ich verschwinde jetzt. Ihr kriegt das schon hin. Ich vertraue auf eure KI. Bleibt zurück und gebt Acht. Läuft gut. Die Skelette hatten Langschwerter, was sie zu einfacheren Skeletten macht als die mit Wurfdolchen oder Bogenschützen oder Pfeilen oder oh, hallo. Untote erheben sich nur selten aus eigenem Antrieb. Das hier stinkt förmlich nach Krüll. Seid vorsichtig. Irgendwo hier lauert sie. Da kommt jemand auf uns zugelaufen. okay. Das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass
sie eine Herausforderung ist. Hier gibt's mir zu wenige Optionen. Ich will nicht das Zweite sagen, weil das ist dämlich. Und diese übertriebene Selbstsicherheit, fast schon Überheblichkeit, will ich nicht an den Tag legen. Aber das Oberste ist mir auch zu naiv. Aber ich bin lieber zu naiv, als dass ich zu arrogant bin. Hoffe ich. Ich habe von kaum etwas anderem geträumt in den letzten Monaten. Seit mir diese neue Kraft gewährt wurde, treibt mich stets das Verlangen, meine Klinge in den Hals von jedem zu bohren, der mich verraten hat. Und wer gewährt euch diese Kraft? Ich möchte immer noch mehr über die Quelle eurer Fähigkeiten erfahren. Ganz genau. Ist das irgendein böser Gott? Ich habe einen Pakt geschlossen und gewissen Bedingungen zugestimmt. Mehr will ich darüber nicht sagen. Oh, also das dicke Ende kommt dann noch. Ah, wartet mal einen Moment, ich muss mit euch reden, es ist sehr wichtig. Was gibt's, Zwerg? Danke, lass seinen alten Mann erstmal Luft holen. Also, darf ich mich vorstellen, ich bin Hasif, bin Vatat, Astrologe, Wissenschaftler und Magier. Und wer bitte seid ihr? Ich dachte, du bist ein Zwerg. Zwerge können keine Magier sein, also du lügst, stirb. Was? Seid ihr des Wahnsinns? Ich sage euch meinen Namen nicht. Okay, ich bin Braket. Oh, Braket. Ja, das ist der Name, an den ich denke. Ich habe euer Gesicht in meinen Träumen gesehen. Ach ja, die Art von Traum. Na gut, gibt Schlimmeres. Wenn ich von euch träume, geht es immer um Mord und Totschlag. Und dann gibt es da noch einen, der alles beobachtet. Einen bösen Mann. Okay. Am Ende geht immer einer drauf, ihr oder ich. Das alles ist so merkwürdig, dass ich euch treffen sollte, denn ich träume oft von euch. Ihr müsst etwas ganz Besonderes sein. Erzählt mir von euch, vielleicht kann ich euch helfen. Einerseits ist das ein bisschen unheimlich, andererseits leben wir in der Welt mit Magie. Also warum nicht? So, was sagen wir denn hier? Oh ja, das könnte man, warum nicht? Weißt du was? Ich hab darüber noch mit niemandem geredet. Ich knall das jetzt der ersten fremden Person an den Kopf, die ich treffe. Es gibt einiges zu sagen. Ich weiß nicht recht, ob ich die Zeit habe, auf alle Einzelheiten einzugehen. Ich lebte früher mit meinem Vater Gorion in Kerzenburg. Vor einiger Zeit mussten wir fliehen. Es scheint, als gäbe es jemanden, der unbedingt meinen Tod will. Bei dem Versuch, mich zu töten, tötete er meinen Vater. Es tut mir leid, euch solch schmerzhaften Erinnerungen... Was? Euch solch schmerzhafte Erinnerungen zurückzubringen. Ich möchte euch helfen und dabei diese Träume beenden, die mich plagen. Hier, nehmt das. Wenn ihr gegen die Acht kämpft, die dem Mörder eures Vaters dienen, lest diese Schriftrolle und sie wird euch vor ihrem Zorn schützen. Auf Wiedersehen jetzt. Vielleicht werden wir uns wieder treffen. Okay. Wenn ich gegen die Acht kämpfe. Was? Was zum Teufel hast du mir gegeben? Oh, ich kenne das Icon. Das ist eine Schriftrolle zum Schutz vor Magie. Mit der kann man Kangax töten. Wer Kangax ist, ja, das müssen wir noch, da müssen wir eine Weile für spielen. Aber sehr interessant, ich weiß nicht, ob der im Originalspiel drin ist. Ich weiß nicht mal, ob diese Schriftrollen im Originalspiel drin sind. Aber hey, wir haben lange genug gespielt. Dann bis zum nächsten Mal.